Mit Volvo? Mit Schweden. Mit Volvo? Wie mit Volvo? Hat er irgendwelche Geschäfte gemacht? Was mit Volvo? Was hat er denn mit Volvo für Geschäfte gemacht? Ich weiß das nicht genau. Autos gekauft ich oder was? Ich weiß das nicht genau, aber das stand in der Zeitung. Er hat mal Geschäfte mit Volvo gemacht. Er ist ja aus so einer reichen Familie eigentlich. Ja, sehr. Ne? Also, und sie haben ihn ja Geronimo genannt. Geronimo's Cadillac! Geronimo's Cadillac! Das ist die Verbindung. Er ist wahrscheinlich in Schweden. Er ist wieder in Schweden. Er ist in Schweden. Ja, sicher. Mahlzeit. Hallo. Knut. Er ist in Schweden. Er ist in Schweden. Schweden. Das könnte doch der Hinweis sein. Weißt du nicht, dass das ein bisschen auffällig ist, wenn da so ein Fusselbord mit so einem Turban auf dem Kopf in Schweden... Mahlzeit, dann schneidet er sich den... Bleibt doch ihnen unbenommen. Man weiß doch gar nicht die Farbe mehr. Knut, was möchtest du denn? Warm geworden ist es. Ja, es ist heiß, ist das gewesen. Hast du alter Wasser da? Nee. Hast du mal ist noch einen aus. Ist ernsthaft aus? Ist aus, ja. Gut. Dann gehen wir mal ein schnelles Bier und dann werde ich mal schnell überlegen, was ich esse. Ich habe noch Hunger gekriegt, obwohl es so warm ist. Gib mir mal bitte. Möchtest du ein Bier auf die Hand, oder was? Soll ich zum Mitnehmen? Nee. Gib mir. Ich trinke das gleich. Was denn? Ich trinke das gleich. Sag mal, was denn? Das ist doch für Knut gewesen. Ich, aber ja, dann kannst du doch, wenn du da lang gehst, kannst du mir doch gleich auch eins mitbringen, mein Engelmann. Ich hätte das ja auch, ich habe das jetzt eben von der Akustik nicht verstanden. Mach mal. Aufmachen, ne? Wovon kann man das denn sonst nicht verstehen? Von der Bedeutung oder von was? Von Sinn her. Du verstehst, wenn ich um ein Bier bitte, nicht, was ich damit meine? Doch, ich habe das eben nur nicht gehört. Hallo. Gehört? Ja. Er hat es nicht gehört. Loriot, der hat es aber gesagt, der hat es nicht gehört. Guck hier, siehst du. Danke. So, nun könnt ihr auch schon anstoßen. Mahlzeit. Ja. Hier, ich nehme die Tasse Mahlzeit. Noch bei. So. Zum Mitte, zur Titte, zum Sack, zack, zack, sagt man ja auch, ne? Ja, das stimmt, das kenne ich noch. Hier, sag mal. Er meint hier, er ist ein ganz großer Verschwörungstheoretiker. Bin ich überhaupt nicht. Ich stelle nur die Frage, die sich alle stellen. Und er meint nämlich hier, Osama ist noch voll da und er ist jetzt in Schweden. Das sag ich nicht. Ich sag nur, es gibt Hinweise darauf. Er hat Hinweise. Ich hab gar keine Hinweise. Das sind die Hinweise, die alle Leute haben und ich mach mir da meine Gedanken. Du meinst, das ist so getürkt, wie auch einige glauben, die Mondlandung, die in die Stadt gefunden hat. Dass sie den umgelegt haben, das stimmt aber gar nicht. Für den Mond? Nein. Da glauben doch einige, dass die Leute nie auf dem Mond waren. Weil da eine vorne abgebildet ist, die wackelt. Und weil es auf dem Mond keinen Wind gibt. Das ist mir schon lange klar, dass sie das irgendwann im Studio drin gedreht haben. Und der Bin Laden, der ist in Schweden. Ich weiß es nicht, nur ich finde es merkwürdig, dass man irgendwie nicht wirklich was davon mitkriegt. Dass sie einfach nur sagen, sie wollen da drin. Es ist ja kein schönes Bild. Wir wollen jetzt mal... Ja, aber sie haben ein Foto vorher abgedruckt, das war auch kein schönes Bild. Da haben sie hinterher, zwei Tage später, das ging um die Welt. Da haben sie das entlarvt, das war von Toten Bin Laden war der aber gar nicht. War ein normales Bild von ihm mit einem Bild von anderen Toten und dann sind sie zusammengeschnibbelt. Ja, aber das haben ja wohl die Amis nicht selber gemacht. Ja, ist doch egal, wer das macht, aber da kann man sehen, wie man getäuscht wird. Darum geht es doch. Ja. Heutzutage ist alles möglich. Ja, klar. Zum Beispiel, weißt du was? Du wirst so auch betrogen den ganzen Tag mit deiner Ware hier. Das ist doch das Gleiche. Hast du nicht gelesen in der Bildzeitung drin, mit der Luft in den Tüten drin? Ach so, ja, das ist ja sowieso. Ja, klar. Hast du gesehen? Ja. Hast du gesehen? Ja. 90%. Ja. Hier, nimm zwei Bonbons. 90% ist Luft. Weißt du, was da drauf steht? Füllhöhe technisch bedingt steht da drauf. Technisch bedingt, Füllhöhe. Was soll das denn heißen? Ja, das heißt mit anderen Worten, hier ist nichts drin, aber wir können nichts dafür. Das könnte man auch, manchmal gibt es ja vielleicht auch bei dir der Bohlen, der könnte auch Füllhöhe 90%, ne? Nee, 30%. 30% Füllhöhe. Ja, technisch bedingt. Was wolltest du jetzt eigentlich? Also, Was willst du denn eigentlich? Ich möchte Schnitzel mit Pommes. Wer will ein Schnitzel mit Pommes? Die Pommes hier, guck mal, ist aus, mein Süßen. Ja, dann Schnitzel mit ohne Pommes. mit ohne, ja. So mitnehmen. Ja. Aber da gibt man zwei. Mit ohne mit, könnte man auch sagen, ne? Wenn man schon mit ohne mit zum Mitnehmen. Zum ohne nehmen, ne? Ne? Jetzt hier, aber weißt du was mit der hier und hier war noch was hip, glaube ich, oder irgendwas. Auch noch, da waren 65%. Hier diese kleinen, hier Schoko-ummandelten, hier, wie heißen sie denn? Die Erdnuss oder was? Ja. So. War auch 60%, alles, sogar Luft ist da drin. Du wirst überall beschissen. Alles getört. Ja, das meine ich. Aber weißt du was, mein Ingo-Mann, jetzt mal ganz ernsthaft. Weißt du, wo das richtig gemein ist und hinterlistig. Bei Ware, sowas, Netto-Ware, Offenware. Was, Netto-Ware? Netto-Ware, Offenware. Was denn Offenware? Die gar nicht verpackt ist. Aha.
weißt du, dass dort die Luft drin ist, direkt wird die da reingetan. Ja, hier, das ist auch zum Beispiel, das ist ein Luftschnitzel jetzt. Hier ist nur Luft drin, das wird nur außen durch die Hülle wird das zusammengehalten. Da drin ist gar nichts. Ne, Knut? Ja. Da ist gar nichts drin. Sind das eigentlich Kalbschnitzel oder Schwein? Das ist Schwein. Ach so. Das ist Wiener Art. Wiener Art, ja, genau. Weil Wiener Schnitzel ist ja vom Kalb, nee, das ist Wiener Art. Wiener Schnitzel ist vom Wiener. Vom Wiener Kalb. Ja. Vom Wiener Kalb. Ja. Aber du lachst. Die Wurst, die du da unten liegen hast, weißt was, mein Ingo? Es ist eine reine Luftwurst. Ach, doch jetzt. Ja, sicher. Woher weißt du das denn? Eine Riesen-Curry. Eine Riesen-Curry. Ne? Ja. 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 So. Ja. Da ist, ich würde sagen, 40% Luft drin. Das wird vom Hersteller so gemacht. Wie soll denn in der Wurst Luft drin sein? Das geht doch gar nicht. Ja, die wird doch in Transmitter-Basisträger wird das doch mit reingepackt. Was für ein Basisträger denn? Da, wo die Luft drin ist, die wird ummantelt und dann kommt die da rein. Ja, aber das führst du doch, die fährst du an und dann machst du Ja, deswegen heißt das ja auch Knackwurst. Wenn du da reinbeißt, dann knackt das. Nee, dann würde und dann geht würde, Luft raus. Das würde Zischwurst heißen. Dann macht das nämlich Es kommt auf die Wurst an, mein Ingo-Mann. Wenn dort jetzt diese weißen Fettkügelchen, ne? Ja. Die sind gar keine Kügelchen. Ach. Das sind Styropor. Nee, Styropor auch nicht. Oh, nee. Nein, es sind aus einem eigenen Saibling kleine Luftballons. Das ist meine Meinung. Das ist aber eine Arbeit, die dann da reinzudrücken. Das wollte ich aber auch gerade sagen. Da wird es ja wohl irgendwo einen geben, der das macht. Ein. Ja, oder mehrere in der Wurstindustrie. In Schweden vielleicht. Genau. In Laden arbeitet er vielleicht. Genau, das kann auch Sommer, kann das auch in Schweden machen, ne? Mit ganz kleinen Luftballons. Es ist eine ernste Sache. Ja. Wenn du eine normale Wurst geliefert kriegst und da sind kleine Luftkugeln drin, wie die sind wir mal wie in der Luftpolsterfolie. Deswegen knackt das auch. Wenn du die mal so kaputt knackst, dann ist das genau das gleiche Geräusch, als wenn du in eine Knackwurst beißt. Ja, und dann nimmst du das ja auf. Du isst die Knackwurst ja arglos. Es ist eine arglose Esserei. Und dann isst du die Knackwurst auf mit den ganzen, mit der Luft drin, ne? Aha. Ne? Und dann ist das ja in Körbe drin. Ist ja die Luft in Körbe drin. Und in meinen Körbe? Ja, auch. Oder isst du überhaupt Wurst? Ja, klar. Isst du, ne? Ja, sicher. Ja, in deinen Körper. Und früher, deswegen, früher hat man doch gesagt hier, man darf nicht, wenn man jetzt eine Wurst gegessen hat oder überhaupt gegessen, darf man nicht in eine Badewanne reingehen. Nee, wenn du zu schwimmen viel. Sollte man nicht gehen. Ja, oder? Und in eine Badewanne, das wurde mir immer gesagt früher. Wenn das so heißt, wenn die Badewanne heiß ist. Wenn das heißt. Hat aber meiner Meinung nach einen ganz anderen Grund. Weil im Essen oder in der Wurst, wenn da Luft drin ist, ne? Und du isst das, dann hast du sehr viel Luft im Körper. Ne? Und dann tauchst du nicht runter. Dann schwimmst du oben. Dann guckst du, deswegen Fett schwimmt oben. Bitte, Fett schwimmt oben. Da ist das dran. Ich muss das los. Knut, aber da hast du recht. Das hat die Ohren steif, ne? Das ist gut, ne? Tschüss. Das hat man früher gesagt, ja. Tschüss. Deswegen, ne, tschüss. Das hat man nur gesagt zu den Kindern und hat sie gewarnt. Damit sie nämlich nicht das Essen, bevor sie in die Badewanne gehen, weil sie sonst nicht sauber werden. Weißt du, das wäre natürlich für mich sowieso ein gutes Geschäft. Wenn ich Wurst nur aus Luft verkaufen würde, da könnte ich richtig ein gutes Geschäft machen. Ne? Weil die wird mich ja auch nichts kosten. Da ist ja nichts drin. Ne? Das sagt man so. Wie, das sagt man Luft so? Kostet auch. Ja, was kostet Luft denn? Was bezahlst du denn für deine Luft, sag mal? Ja, ich bezahle das nicht. Ich bin ja auch kein Unternehmer. Ja, ich auch nicht. Für die normalen. Wieso bist du kein Unternehmer? Nee. Du bist doch ein Anbrater. Ich bezahl. Du bist ein Anbrater, du bist ein Griller. Du bist ein. Ja. Ein Mayonnaise. Ich meine. Du bist ein reiner Mayonnaise. Ein Butterer. Ja. Ein Salater. Ja. Das bist du. Von Hause aus, da hast du das in der Genetik drin. Du bist doch einsam zu Hause, wenn du deine Salate nicht hast. Du nimmst sie bestimmt heimlich auf Salate mit und stellst sie noch schön abends auf deinen Nachttisch auf und sagst, gute Nacht, Kartoffelsalat. Die geben dir doch Geborgenheit, mein Ingo-Mann. Ich sag, gute Nacht, Kartoffelsalat. Ich denke mir das manchmal. Das ist doch deine Heimat. Sing ich dir noch ein kleines Lied vor? Vielleicht. Vielleicht. Oder dass ich den in so eine kleine Wiege rein tue, wo er so ein bisschen hin und her geschaukelt wird.
Ne? Mach dich doch mal nicht überlustig. Es gibt Leute, die sind ganz einsam und die haben nur die Pflanzen. Ja. Das habe ich jetzt gerade gelesen, mein Engel, mal mit den Pflanzen. Hast du das mitgekriegt? Was sind Pflanzen, dass sie mit Pflanzen sprechen, oder was? Wenn Menschen mit Pflanzen sprechen und es eine gewisse Zuwendung gibt zwischen Pflanze und Mensch,